Also Floristin ist sehr ein unterschiedlicher Beruf, aber hauptsächlich arbeiten wir mit Blumen, binden Sträuße und sind einfach für Kunden da, falls Kunden Fragen sind. Ich schon noch eine Beratung, das ist etwa bald hoch. Der grösste Teil. Also wir Floristen sind zuständig dafür, dass wir Leuten Freude machen. Dass kreativ sein können, dass man wirklich jede Blume kann haben, dass man etwas Schönes daraus ausmachen kann. Und vor allem, wenn man einen Strauß bindet oder etwas, man macht einfach Freude den Kunden. Man kann sehr viel von sich selber darin bringen. Hat da jeder so seinen eigenen Stil, das sehen wir hier auch. Am besten gefällt mir grosse Sachen machen, aufwendige Sachen, wo man mal wirklich Zeit haben kann und dranbleiben kann. Sicher eben da wieder Kreativität, die ein bisschen mitkommt, so ein bisschen das Vorstellungsvermögen von Farben, Formen. Ja, und Spass einfach am Beruf. Du musst es mit Leidenschaft machen und sonst geht es sicher nicht. Kunden? Manchmal sind Kunden sehr schwierig. Sie wissen selber nicht genau, was sie wollen und du musst dann herausfinden, was der Kunde will. Sicher schwierig während der Lehre ist die latinische Name, die wir alle lernen müssen. Das ist, ja, ich denke, eine Herausforderung. Ich denke, das sind wieder mal die Idee, dass man etwas Neues hat und auch mit einer gewissen Situation ein bisschen auseinandersetzen kann, wenn jetzt jemand für eine Beerdigung kommt, dass man sich in ihre Lage ein bisschen hineinversetzt. Ich denke, das ist so ein bisschen das Grösste.